Sadhguru, heutzutage sehen wir, dass viele junge Menschen in Beziehungen sind. Also ist die öffentliche Zuschaustellung von Zuneigung, öffentliche Liebesbekundungen bei der jungen Generation durchaus üblich und beliebt. Und es ist für uns alle ganz normal, weißt du, unsere Freunde zu umarmen oder unseren Partner zu küssen, ganz offen vor anderen. Aber wenn wir sagen, unsere vorherige Generation, sie betrachten öffentliche Liebesbekundungen als etwas Vulgäres. Es ist also sehr seltsam, wie die Liebe jemanden beleidigt. Meine Frage lautet also, welche Perspektive unterstützt du? Ist es die junge Generation oder deine eigene Generation? Wie kommst du darauf, dass du jünger bist als ich? Nein, nein, ich stimme nicht zu, dass du jünger bist als ich. Es gibt also viele Aspekte zu dieser Frage. Du hast gesagt, heute haben junge Menschen Beziehungen. Leider seid ihr so weit gekommen, dass ihr glaubt, eine Beziehung müsse auf dem Körper basieren. Es müsse etwas Biologisches im Spiel sein. Biologie ist ein Teil unseres Lebens. Aber die Bedeutung des Menschwerdens im Vergleich zu anderen Lebewesen liegt darin, dass sie komplett Biologie sind. Wir sind nur zum Teil Biologie. Wir haben andere Dimensionen in uns. Wir haben eine Intelligenz, wir haben Emotionen, wir haben ein Bewusstsein, das einer anderen Dimension angehört. Die Biologie ist nur ein Teil von uns. Wenn ein Regenwurm sagt, ich habe eine Beziehung und sie beide umwickeln einander, das verstehe ich. Wenn ein Mensch sagt, ich habe eine Beziehung, könnte es ein Freund sein, es könnte ein Bruder sein, es könnte eine Schwester sein, es könnte eine Vielzahl von Beziehungen sein. Und auch körperliche Beziehungen. Das mit der Verwendung des Wortes Beziehung nur im Zusammenhang mit biologischen Dingen liegt also im Wesentlichen daran, dass ihr irgendwo unwissentlich vielleicht durch das Internet, von Amerika versklavt worden seid. Alles begann in den Vereinigten Staaten. Beziehung bedeutet, dass es sich um das andere Geschlecht oder um etwas Sexuelles handeln muss. Warum kannst du keine Beziehung anderer Art führen? Hallo? Sind wir dazu nicht fähig, frage ich. Können wir nicht sehr intime, tiefe Beziehungen zu Menschen haben, ohne ihre Körper zu begrapschen, frage ich? Möglich oder nicht? Die Biologie ist nicht der herausragendste Aspekt des Menschseins. Sie ist da. Sie ist nicht etwas, das man, weißt du, unter den Teppich kehren kann. Sie ist sehr präsent, aber sie ist nicht der dominierende Aspekt des Menschseins. Bei anderen Lebewesen ist das so. Bei einem Menschen ist der wichtigste Aspekt dessen, was wir sind, unsere Intelligenz, unsere Emotionen, unser Bewusstsein. Das sind die großen Dinge. Der Körper ist nur ein Teil davon. Ich will damit nicht sagen, dass man den Körper ignorieren soll. Der Körper ist da. Wenn du jetzt junge Leute sagst, dann meinst du die Leute, deren Intelligenz von den Hormonen gekapert wurde. Als du 10 Jahre alt warst, schautest du die Leute an. Alle waren in Ordnung, sie waren ganz okay. Du wurdest 14, 15, man sah sie an. Jede kleine Beule an ihrem Körper wurde plötzlich zu einer Welt für sich. Ja oder nein? Du musst noch einige Zeit warten, bis die Hormone abklingen. Dann schaust du dir die Leute an und sie sehen alle wieder normal aus. Es ist also keine Frage von richtig oder falsch, es ist keine Frage der Moral. Es ist nur eine Frage der Priorität. Welche Art von Priorität willst du deinen eigenen körperlichen Zwängen geben? In Delhi, als ich gerade zu eurem College kam, stand jemand an einer Hauptstraße und urinierte. Wenn ihm danach ist, tut er es. Was ist das Problem? Hallo? Irgendein Problem? Kein Problem. Denn wenn dir danach ist, tust du, was immer du willst. Und du denkst, es ist dein Recht. Er glaubt auch, dass es sein Recht ist. Wenn ihm danach ist, urinierte er auf die Straße. Was stimmt nicht? Hunde tun es, Esel tun es, Kühe tun es, alle tun es. Seid natürlich. Das ist die Philosophie, von der du sprichst. Ich will damit sagen,
dass Beziehungen, insbesondere körperliche Beziehungen, eine gewisse Heiligkeit haben. Wenn man diese Heiligkeit nicht beibehält, wird sie nach einiger Zeit definitiv zur Vulgarität. Jemand sieht es also vor dir, dass, wenn du morgen so weitermachst, es zu etwas anderem führen wird. Das bedeutet nicht moralisch prüde zu sein, nein. Aber wenn du diese Heiligkeit nicht bewahrst, wirst du das bereuen, wie Beziehungen werden, wie viel Schmerz sie später in deinem Leben bringen können. Du wirst es sehen. Also erstens, du sprichst von der vorherigen Generation. Dazu gehöre ich nicht. Und ich gehöre auch nicht zu deiner Generation. Ich gehöre zu der künftigen Generation. Deshalb bin ich auch so. Die vorherige Generation, von der du sprichst, war eine Generation, die kurz nach der Unabhängigkeit kam. Du musst ihre Realität verstehen. Sie lebten eine Zeit lang als besetztes Volk. Einige von ihnen kämpften, andere schlichen umher, wie auch immer. Ihre Vorstellungen von Moral entsprachen im Wesentlichen denen ihrer Herren. Es ist die britische Prüderie, die sie in sich trugen. Ihre Idee von korrekt zu sein bedeutet, dass sie die ganze Zeit in eine Zwangsjacke stecken müssen. Du musst dich weder daran halten, noch musst du etwas Dummes als Reaktion darauf tun. Du musst dein Leben vernünftig führen. Du musst dein Leben so führen, dass es für dich funktioniert, in gewisser Weise für dein ganzes Leben lang. Wenn du heute etwas Verrücktes tust, gibt es morgen vielleicht eine Rechnung. Warum denkst du also nicht darüber nach? Was ist das Beste, das du tun kannst? Wie viel von was ist zu tun? Nicht wahr? Wie viel von was sollte ich tun? Wie viel Körper, wie viel Intelligenz, wie viel Emotion, wie viel Bewusstsein? In deinem Leben musst du entscheiden, was dein Leben dominieren soll. Dementsprechend führst du es, das ist in Ordnung. Wenn es jemand anderem nicht gefällt, muss er es nicht sehen.